Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, Tippvideo. Es ist mal wieder Finaltag der Amateure bald angesagt und die deutschen Landespokale, die Finalen stehen alle an in allen Bundesländern, in allen Pokalen. Da gibt es ganz schön viele und die gehen wir jetzt alle durch. Ich freue mich drauf, weil der Sieger definitiv im DFB-Pokalfinale teilnehmen darf. Dann beginnen wir doch direkt mal. Husumer SV gegen Weiche Flensburg. Ja, Husumer SV ist ganz klar der Außenseiter. Ich glaube, Fünftligist sein. Husumer SV kommt mir aber relativ bekannt vor. Ich glaube, die waren im Vorjahren schon mal relativ gut. Weil die letzte Saison hat ja Holstein Kiel und Eichede ganz oben gestanden. Moment. Mir kommt der Husumer SV auf jeden Fall sehr bekannt vor. Also den Verein habe ich schon mal irgendwoher gehört. Ja. Moment mal ganz kurz. Ich glaube nämlich, die waren schon mal ganz dabei. Ja, ist egal jetzt. Also Fünftligist, glaube ich. Könnte aber auch ein Sechstligist sein. Ach, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Husumer SV. Ja. Sagt mir auf jeden Fall irgendetwas. Was kann ich jetzt nicht sagen? Fünftliges, denke ich, wie gesagt, ist das. Aber genau weiß ich jetzt nicht, wo dieser Verein spielt. Ich kann ja noch mal ganz kurz schauen. Moment. Ja. Hätte mich vielleicht davor informieren sollen. Ja, ganz kurz. So, da wäre ich wieder. Wir gehen einfach mal auf den Husumer SV. Der Verein sagt mir irgendetwas, nur ich weiß nicht mehr. Da. Landesliga Schleswig. Also sie sind Sechstligist. Sie sind ein Sechstligist. Platz 4 am Ende der Saison oder wenn die Saison überhaupt aus ist. Egal. Dann kommen wir zum Favoriten SC Weiche Flensburg. Früher hieß der Verein noch ETSV Weiche Flensburg. Ist Tabellenerster in der Regionalliga Nord. Wird das auch, glaube ich, bleiben. Spielen dann gegen Energie Cottbus, glaube ich. Im Kampf um die dritte Liga. Also SC Weiche Flensburg hat auf jeden Fall was geplant, nämlich in den DFB-Pokal teilzunehmen. Ja, auch wenn Weiche Flensburg der klare Favorit ist, tippe ich auf eine Überraschung. Ich sage 2-1 Husumer SV. Gut, Landespokal Hamburg. Darauf wird wahrscheinlich wieder der Uwe Seeler schauen, ne, wird das wieder sehr interessieren. Wobei ich glaube, seine heißgeliebten. Oh mein Gott, warum geht das nicht? Ist ja nicht euer Ernst. Ich liebe ja immer, also das würde bedeuten, der Husumer SV wäre im DFB-Pokal und warum bin ich jetzt schon wieder hier? Ist auf jeden Fall immer sehr interessant, vor allem wenn die erste Runde des DFB-Pokals dann beginnt. Oh mein Gott, so. Landespokal. Ich klick drauf, ne? Na also. Also kann das Video ziemlich lang gehen. Da spielt der Niendorfer TSV gegen Dassendorf. Niendorfer TSV sagt mir gar nichts. Dassendorf kenne ich. Das ist ein Oberligist und ist die letzten Jahre immer wieder am Aufstieg gescheitert wegen Gründen. Vielleicht wollten sie auch gar nicht aufsteigen. Oberliga Hamburg stehen immer auf Platz 1, aber steigen dann trotzdem nicht auf. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wollen die überhaupt aufsteigen? Wir gehen die Oberligen und so alles noch durch, Regionalligen. Werde ich euch alles noch genauer zeigen. Niendorfer TSV sagt mir gar nichts. Ist, glaube ich, ein Sechs-Siebtligist. Absoluter No-Name. Ist aber auch ein Oberligist. Ein Fünftligist gegen den Fünftligist. Wer hier der Favorit ist, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Dassendorf hat. Da bin ich jetzt schon wieder rausgeschmissen worden. Das kann auch was werden, Leute. Ja, Dassendorf ist für mich der Favorit, weil sie wirklich sehr guten Fußball in der Oberliga zeigen. Dassendorf ist relativ stark. Niendorfer TSV sagt mir, wie gesagt, nicht viel. Dassendorf hat damit schon sehr viel Erfahrung und sie werden am Ende 0-2 gewinnen. Und so, Moment. Landespokal Bremen. Gut, weiter geht's. Dort spielt Blumenthaler SV gegen BSC Hastedt. Ja, letzte Saison hat's
Lea TS geschafft, die Lea Turnerschaft. Haben dann DFB-Pokal gegen Köln gespielt, war auch mega geil. Also, Lea Turnerschaft hat den Bremer SV rausgeworfen und die letzten Jahre hat der Bremer SV den Landespokal Bremen immer gewonnen. Diese Saison standen sie nicht mal im Finale, also der Bremer SV baut immer mehr ab, wenn man ehrlich ist. Der war nicht mal im Halbfinale. Aber der Blumenthaler SV ist eigentlich für mich eine richtig geile Mannschaft, die könnten es packen. Ja. Gegen BSC Hastedt ist der Bremer SV gescheitert. Moment. Die letzten Jahre hat, wie gesagt, der Bremer SV immer den Pokal gewonnen, dagegen Blumenthaler SV 3-0. Muss ich, glaube ich, nicht. Ich verklick mich gerade die ganze Zeit. Moment. Boah, weil das immer so blöd rum geht da. Also, letzte Saison hat aber der Bremer SV es nicht geschafft. Diese Saison können sie es auch nicht mehr schaffen. Ja, da seht ihr, das Damensee immer den Pokal dominiert. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Es sind, glaube ich, beides Fünftligisten. Aber da kann man sich auf ein tolles Spiel freuen. Wer es packt, Ich will mal auf die Liga schauen. Wer denn in der Liga bisher besser war? Blumenthaler SV ist auf Platz 5, Hastedt auf Platz 3. Bremen-Liga, wie gesagt, das ist, glaube ich, die Oberliga. Also das ist die fünfte Liga. Ja, Blumenthaler SV nicht zuletzt so gut gespielt. Im Pokal ist alles möglich, sage ich immer. Ich denke, dieses Spiel wird 1-1 ausgehen. In der Verlängerung wird der BSC Hastedt gewinnen und am Ende ja, ausgelassen feiern die Teilnahme am DFB-Pokal. Landespokal Niedersachsen, bitte. Danke. Okay, wir sind jetzt schon bei 7 Minuten, alles klar. Dauert ziemlich lang. Doch, das ist ein Assel gegen SSV Jeddelo, warum da auch immer 2 steht. Das ist nicht die zweite Mannschaft, das geht gar nicht. Ja. Was soll ich zu diesem Spiel sagen? Doch, das ist ein Assel hat 2016-17 schon, 2015-16 schon den Landespokal Niedersachsen gewonnen. Damals gegen Egesdorf Langreder. Letzte Saison, wer hat es da denn geschafft? Ich glaube Osnabrück. Genau, der VfL Osnabrück hat es letzte Saison geschafft. Diese Saison können es wieder Drochtersen Assel schaffen. In Regionalligist ist Drochtersen Assel. Es ist vor Jedelau, glaube ich, auch. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die auch in Regionalligist, sind aber, glaube ich, abgestiegen. Kann das sein? Ne, sie sind nicht abgestiegen. Jetzt ist auch Drochtersen Assel abgestiegen. Ja, egal. Also beide sind vierte Liga. Ich denke, dass Drochtersen Assel wie auch schon 2015-16 den Pokal am Ende gewinnt. Diesmal ziemlich klar mit 3-1. So. Weiter geht's. Weil er dauert immer ein wenig. Bis man wieder da landet. Och Mensch. Dieses Video geht noch länger, als ich erwartet habe. So, jetzt endlich. Landespokal Mecklenburg-Vorpommern. Aber das spackt doch immer so blöd rum. Muss ich echt sagen. So, jetzt aber. FCM Schwerin gegen Hansa Rostock. FCM Schwerin sagt mir auch was. Ja, Oberligist spielt in der Oberliga Nordost-Fußballverband Nord. Interessanter Name. Haben da nur ganz knapp den, ach so, FC Mecklenburg-Schwerin, haben da auch nur ganz knapp den Klassenerhalt geschafft in der Oberliga. Schwierig, wird ziemlich schwierig. Ich meine, wenn man schon sehr große Probleme hatte mit dem Klassenerhalt, Rostock. Klarer Favorit mit Pavel Dotschew haben sie auch einen sehr guten Trainer. Drittligist, sehr starker Drittligist. Die letzten Jahre hat Hansa Rostock immer den Landespokal Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Dann letzte Saison gegen Pampow. Davor gegen Schönberg. Da mussten sie ins Elfmeterschießen. Also sie haben die letzten Jahre immer den DFB-Pokal gewonnen. Den.
den Landespokal Mecklenburg-Vorpommern, werden ihn auch dieses Mal gewinnen. Ich denke, diesmal wird es auch wieder ganz schön klar. 1 zu 3. Gut, dann geht's weiter mit Landespokal Berlin. Oh Gott, ich habe noch so viele Landespokale vor mir. Oh mein Gott. Ja, der Finaltag der Amateure ist montags. Und ich freue mich richtig drauf. Es sind die ganze 6 geile Stunden Fußball. Ich schaue mir das alles an im Osten. Das wird richtig geil. Habe mir auch letztes Jahr schon reingezogen. Das ist mega. So, der BFC Dynamo Berlin gegen Berliner SC. BFC Dynamo Berlin ist, glaube ich, Regionalligist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sind die, glaube ich, in der Regionalliga Nordost, genau, Platz 4 geworden diese Saison. Der Berliner SC ist, glaube ich, ein Sechstligist oder ein Fünftligist, eins von beidem. Müsste, glaube ich, ein Fünftligist sein. Bin mir aber da wirklich nicht sicher, Leute. Sorry, ist ein Sechstligist. Berlin-Liga ist sechste Liga, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, das ist ganz klar. Vierte Liga gegen die sechste Liga. Ja, letzte Saison hat es, glaube ich, der BFC Dynamo Berlin geschafft. Haben ja gegen Schalke im DFB-Pokal gespielt. Gegen Viktoria Berlin haben sie es geschafft. Genau. Wer hat es denn 2015-16 geschafft? Ich glaube, da hat es BFC Preußen Berlin geschafft. Das war auch ein Sechstligist. Die haben, glaube ich, den Viertligisten besiegt oder so. Nee, die haben Lichtenberg besiegt. Ja, also der Favorit sollte klar sein. BFC Dynamo Berlin sollte ganz klar gewinnen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie haben sie sich denn im Pokal geschlagen bisher? Weil das es so lange dauert, aber ich will mich halt schon ein bisschen informieren. Gegen Tennis Borussia Berlin haben sie es geschafft, oder? Die waren früher richtig gut. Tennis Borussia Berlin 2-1 besiegt. Und Berliner SC hat schon gegen Malsdorf Probleme gehabt. Von dem Verein habe ich noch nie was gehört. Von daher hat der Berliner SC damit keine Chance. Dieser Verein kenne ich natürlich. Ich kenne den Berliner SC. Vom Namen her kenne ich den Verein. Aber man muss einfach sagen, die spielerische Klasse vom BFC Dynamo Berlin wird sich am Ende durchsetzen. Ich denke, der BFC Dynamo Berlin wird einen richtig, richtig geilen Tag erwischen. Die werden sowas von oft vorm Tor auftauchen vom Berliner SC, richtig viele Buden machen und am Ende werden sie dieses Spiel mit 5-0 gewinnen. So, weiter geht's. Und ich sag eins, André Levy macht das doch bitte auch. Es würde mich interessieren, was du zu diesen Landespokalen tippst. Mach das bitte. Wäre geil. So, dann geht's weiter mit Landespokal Brandenburg. Da spielt Babelsberg gegen Energie Cottbus. Ja, das sind beides mega geile Vereine. Energie Cottbus, Viertligist, noch. Sie können in die dritte Liga aufsteigen. Letzte Saison haben sie den Landespokal Brandenburg gewonnen. Babelsberg hat ihn 2015-16 gewonnen, wenn ich es richtig weiß. Also beide sind natürlich ganz klar, die kennen sich damit aus. Es wird ein mega geiles Finale werden, wo sich beide richtig reinhängen. Babelsberg auch keine schlechte Saison gespielt. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Cottbus legt natürlich viel mehr Wert drauf, aufzusteigen in die dritte Liga. Daher weiß ich jetzt nicht, ob die mit der B11 und so spielen. Wie haben sie sich denn im Halbfinale geschlagen? Cottbus 2-3 gewonnen gegen Union Fürstenwalde. Neuporin 0-2 verloren gegen Babelsberg. Ja, beide haben sich durchaus gut durchgeschlagen. Ja, beides ganz große Favoriten auf dem Pokal. Und die treffen jetzt im Finale aufeinander. Babelsberg gegen Cottbus. Eieieiei. Ich denke, da Cottbus der Drittliga-Aufstieg wichtiger ist, werden sie dieses Spiel nicht ganz so ernst nehmen und werden es dann auch am Ende verlieren mit 2 zu 1. Das würde bedeuten, Babelsberg wäre im DFB-Pokal. So, Landespokal Sachsen-Anhalt und ich habe noch so viele Pokale vor mir. Ey, ich halte das nicht aus. Aber gut. Lok Stendal gegen 1. FC Magdeburg. 12:30 Uhr. Oh, geiles Spiel auf jeden Fall. Lok Stendal ist, glaube ich, Sechstligist oder so. Habe ich mir ein Video angeschaut, die träumen von der riesigen Sensation. Ach, sie sind Fünftligist.
Gut, Fünftligist gegen Zweitligist, gegen künftigen Zweitligisten. Die Rollen sollten klar verteilt sein, wobei ich glaube, Lok Stendal. Ich habe da so ein Video gesehen auf YouTube, da hat einer von Lok Stendal gesagt, ja, ich habe damals in der 5. Liga beim HFC gespielt, beim Halleschen FC, da gegen Magdeburg verloren, den Pokal Sachsen-Anhalt, daher möchte ich mich da rächen und so. Also die sind motiviert, Lok Stendal, nur wenn man mal schaut. Magdeburg hat sonst 16-17 den Landespokal Sachsen-Anhalt mit 1-0 gewonnen gegen Germania Halberstadt. Dann, sie haben keinen Druck mehr, sie sind in der 2. Liga, also unfassbar. Na ja gut, gegen den HFC haben sie verloren, aber ich denke, der Fünftligist hat nicht mal den Hauch einer Chance. Magdeburg ist diese Saison mega, mega stark drauf. Lok Stendal wird ganz klar verlieren. Ich tippe auf ein 0-4 für den 1. FC Magdeburg. Und weiter geht's. Landespokal Sachsen. Oh, oh. Ich glaube, hier spielt Chemie Leipzig. Kann das sein? Chemie, Chemie. Ja, die Chemie stimmt in Leipzig. Nicht unbedingt. Sie sind wieder abgestiegen aus der Regionalliga Nordost. Sehr, sehr schade. Echt ein geiler Traditionsverein, der mir leid tut. Echt. Ja, Chemie Leipzig ist abgestiegen. Sind ja Aufsteiger aus der Oberliga. Und sind jetzt direkt wieder abgestiegen. Schade, schade. Aber man muss es akzeptieren. Vielleicht kann man ja den DFB-Pokal am Ende erreichen, die Hauptrunde des DFB-Pokals. Dann gegen Bayern oder vielleicht gegen RB Leipzig. Oh, oh, oh. Oh Gott. Oberlausitz, Neugersdorf kennt man natürlich auch sehr gut. Sind Regionalligist, sind weiterhin Regionalligist. So, letzte Saison hat Lok Leipzig gegen Chemnitzer FC gespielt. 2015-16 hat Aue gegen Zwickau gespielt, also im Landespokal Sachsen sind immer ganz andere Mannschaften mit dabei. Finde ich schon ganz interessant. Also da kann man wirklich nicht sagen, wer kommt jetzt ins Finale, wer nicht. Ja, also ich liebe den Landespokal Sachsen, weil da können so viele Überraschungen passieren. Wer hat denn im Halbfinale besser gemacht? Ja, Leipzig hat 0-1 gewonnen gegen Auerbach. Okay. Ja, die Favoriten sind relativ früh rausgeflogen, wie ihr seht. Das ist schon der Hammer. Da hat Zwickau 4-2 gegen Chemie Leipzig raus. Gegen Chemie Leipzig raus. Lok Leipzig 0-3 gegen Budesa Bautzen. Chemnitz hat verloren gegen Auerbach. Da ist immer alles drin in diesem Pokal. Auch wenn ich denke, Oberlausitz Neugersdorf ist der Favorit, denke ich, dass. Moment kurz, wir müssen zurück. So. Auch wenn Oberlausitz Neugersdorf der ganz klare Favorit sein müsste, denke ich, dass es ein 2-2 wird. Leipzig wird 2-0 führen. Oberlausitz Neugersdorf schlägt dann zweimal zurück. Macht dann kurz vor Ende das 2-2. Verlängerung, fällt kein Tor. Im Elfmeterschießen geht es dann 7-6 für Chemie Leipzig aus. Chemie Leipzig somit im DFB-Pokal. Nächster Pokal. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Hoffentlich macht es euch auch Spaß beim Zusehen. Es ist halt ziemlich viel zu tippen noch. Ich will aber unter 40 Minuten bleiben. Oh mein Gott. Schaut sich das überhaupt einer an? BSG Wismut Gera gegen Carl Zeiss Jena. Das habe ich jetzt schön betont. BSG Wismut Gera ist ein Oberligist, Fünftligist gegen die Jena. Drittligist. Letzte Saison hat Carl Zeiss Jena, glaube ich, den DFB-Pokal gewonnen, oder wie war das? Nee, Rot-Weiß Erfurt gewonnen. Ja, wann haben die denn gewonnen? 2015-16 müsste es gewesen sein dann. Ja, gegen Jena, gegen Erfurt. Ja. Diese Saison hat es Erfurt nicht ins Finale geschafft, muss man auch sagen. War eine grottenschlechte Saison. Da sind sie wahrscheinlich gegen irgendeine Mannschaft rausgeflogen. Ein Unterligist und sowas. Ich werde jetzt nicht viel zu dem Spiel sagen. Es sollte klar sein, wer hier gewinnt. Trotzdem denke ich, wird es sehr spannend werden. 1-1, nachdem das Spiel aus ist. Und Verlängerung wird Jena 1-2 gewinnen. Das Tor macht. Achtung, Timmy Thiele. Jo. Der nächste Pokal.
Ja. Ah, jetzt geht's weiter. So. Landespokal West. Und weiter geht's. So, Landespokal Westfalen. Den hat letzte Saison der SC Paderborn gewonnen. Ich glaube, gegen Sportfreunde Lotte, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Die sind ja jetzt auch in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Letzte Saison hieß es, die steigen in die vierte Liga ab. War ja auch sportlich so. Aber da hat sich ja was getan wegen 1860 München. Denn diese Saison spielen sie gegen TuS. Bei? Wartet mal. Nee. TuS Erntebrück ist als Fünftligist, ist als Aufsteiger. Ich weiß gar nicht, haben sie die Klasse gehalten? Ist als, weil der Meister aus der Oberliga. Ne, sind abgestiegen wieder. Schade. Sind aus der Oberliga, ne, Westfalen. Sind sie Meister geworden und der darf halt auch im DFB-Pokal teilnehmen. Haben da gegen Eintracht Frankfurt 5-0 verloren. Jetzt haben sie es doch mal ins Pokalfinale geschafft. Glückwunsch, aber gegen Paderborn habt ihr nicht mal die geringste Chance. Ich werde da jetzt auch nicht so viel sagen, weil es sollte klar sein, Paderborn wird alles reinwerfen. Die werden souverän gewinnen eigentlich, aber. Ja, Pokal schreibt immer seine eigenen Regeln. Ich will mal sehen, wie Paderborn sich bisher geschlagen hat in diesem Pokal. Ja, gegen Olpe 3-0 gewonnen. TuS Erntebrück hat allerdings Lotte rausgeworfen. Ja, Lotte ist schon ernstzunehmender Gegner. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe tatsächlich sogar auf eine Überraschung, weil Paderborn kann es egal sein. Die sind schon für den DFB-Pokal qualifiziert. Wobei ich dann mal sagen muss, TuS Erntebrück hat auch schon die DFB-Pokalteilnahme sicher, weil Paderborn aufgestiegen ist und somit für den DFB-Pokal ohnehin schon qualifiziert ist. 1 bis 3 aus der dritten, 1 bis 4 aus der dritten Liga. Darf TuS Erntebrück direkt mal starten, auch wenn sie verlieren. Lucky Loser kann man dazu sagen. Ich denke, TuS Erntebrück wird es trotzdem ernst nehmen. Paderborn zwar auch, aber ja. TuS Erntebrück wird tatsächlich gewinnen. 1 zu 0. Weiter geht's mit Landespokal Niederrhein. Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiß Essen. Ja, Essen hat ihn ja letzte Saison gewonnen. Moment. Oberhausen, dass die im Finale stehen. Es sind beides Regionalligisten. Ja. Nee, Essen hat ihn verloren gegen Duisburg. So war das, genau. Ja, ich denke, dass Rot-Weiß Essen durchaus der Favorit ist. Allerdings sollte man Oberhausen auch nicht unterschätzen. Beide haben eine sehr gute Regionalliga-Saison gespielt. Ich weiß gar nicht, wer war besser. Ich gehe mal auf Oberhausen. Moment. Ah, 9.10. Oh, wow. Es wird ein sehr interessantes Spiel. Am Ende wird es. Denke ich mal auch eine leichte Überraschung geben. Oberhausen gewinnt mit 1-0 und steht damit und gewinnt damit den Landespokal Niederrhein. Nicht Rot-Weiß Essen, nein, nein, nein. Oberhausen packt. Gut. Ich versuche wirklich jetzt mein Bestes, dass es jetzt schnell weitergeht. Aber es sind doch so viele Pokale, nein. Nee, macht es natürlich Spaß, aber nein, so macht es mir keinen Spaß. Nein, ich will. Sag mal. Achso, ich war noch nicht im Mittelrhein. Ja, okay. Dann hätte ich ja den Pokal übersprungen. Gut, Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln. Und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, wow. Ich hätte niemals gedacht, dass Alemannia Aachen ins Finale kommt im DFB, in diesem Pokal. Sie haben also mal endlich nach so langer Zeit wieder die Chance, den Landespokal zu gewinnen, im DFB-Pokal wieder teilzunehmen. Viktoria Köln geht es aber auch darum. Gegen Fortuna Köln 3-0 gewonnen. Beide eine super Regionalliga-Saison gespielt. Aachen nur Mittelfeld quasi, aber Viktoria Köln wirklich stark. Platz 2 am Ende nur. Man wollte auf Platz 1 natürlich sein, um wieder um den Aufstieg mitzuspielen in die dritte Liga. Hat man am Ende nicht geschafft. Viktoria Köln hat es in den letzten Jahren immer sehr gut gemacht. Ich glaube, in letzter Saison haben sie nicht gewonnen. Bin ich mir ja jetzt nicht sicher. Ach, egal. So leid es mir tut, Alemannia Aachen, ich würde es euch von allem Herzen gönnen. Von ganzem Herzen, weil ihr habt echt, ihr seid so ein geiler Verein. Aber es wird nicht reichen und ihr werdet verlieren mit 0 zu 3. Landespokal Rheinland. Ja, meine Tipps schon ganz interessant. So, TuS Koblenz gegen TuS Rot-Weiß Koblenz.
TuS Koblenz gegen TuS Koblenz. Ja, voll interessant. Nee, Spaß. Der Viertligist gegen den, ich glaube, Sechstligist. Nee, Fünftligist. Ja, TuS Koblenz hat ihn, glaube ich, letzte Saison schon gewonnen. Das war damals gegen Eintracht Trier. TuS Rot-Weiß Koblenz sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Ich weiß gar nicht, wie gut war denn TuS Koblenz in dieser Saison? Der Regionalliga habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so gut im Kopf. Ja, sie waren. Oh. Sie könnten noch absteigen in die Oberliga. Müssen sie aufpassen. Deswegen werden sie sich eher nicht auf dieses Spiel so konzentrieren. Wobei die Einnahmen für den DFB-Pokal natürlich sehr wichtig wären. Heieiei. Ich will mal wissen, wie haben sie sich im Halbfinale geschlagen, die beiden Mannschaften? Ja. TuS Rot-Weiß Koblenz hat 8 zu 9 gespielt gegen Eisbachtal. What? Kein Elfmeterschießen, sondern so einfach mal. Wow. Ja. Aber ich glaube, ein Favorit ist da schon klar. Und der Favorit ist für jeden der Favorit. Boah, TuS Koblenz 3-0 Eintracht Trier rausgeworfen. TuS Rot-Weiß Koblenz Salm rausgeworfen. Auch bekannter Feind. Ja. Ich denke, am Ende setzt sich der Favorit ganz klar durch. Wobei, so klar würde ich jetzt nicht sagen. Doch, ich gehe auf ein 4-1 für TuS Koblenz. Also, für den Regionalligisten TuS Koblenz, nicht für den Außenseiter. Landespokal Saarland und dann haben wir es ja bald. Sehr gut. Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Es war Elversberg gegen den FC Saarbrücken. Ja, Elversberg, ja. Die Saison nicht im Aufstiegsrennen mitgemischt. Hat einfach nicht gepasst. Sechster am Ende. Ne, Fünfter. Saarbrücken kämpft gegen 1860 München um den Aufstieg in die dritte Liga. Da werden sie dieses Spiel nicht so ernst nehmen, weil denen geht es um die dritte Liga. Da werden sie vielleicht mit einer B11 oder so auflaufen. Also ihnen ist auf jeden Fall 1860 München deutlich wichtiger. Letzte Saison gab es auch schon diese Auflage. Elversberg-Saarbrücken ist ein richtiges Derby. In den letzten Jahren gab es immer Elversberg Saarbrücken. Jo. Also, ja. Das sind eh die ganz großen Favoriten im Saarland. Und auch die ganz großen Mannschaften im Saarland. Gibt es ja nicht viele. Da Saarbrücken sich eher auf 1860 München konzentriert, also auf den Aufstieg in die Regionalliga, hat Elversberg sehr gute Chancen zu gewinnen. Und da seht ihr auch mal, wie ernst die das nehmen gegen NOS Wendel 0 zu 7 gewonnen. Interessante Vereine, die man hier kennenlernt. Ja. Ich denke, dass Elversberg das Spiel sich ganz knapp für sich entscheiden wird, sich revanchieren wird an Saarbrücken für die letzte Niederlage, also letzte Saison. Und damit sitzt im DFB-Pokal der SV Elversberg 3-2. So, und jetzt kommen wir zu den ganz geilen Pokalspielen. Ja, darauf freue ich mich natürlich sehr. So, und weiter geht's. Nämlich Landespokal Südwest. Oh. Das wird interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wer da spielt, aber. Genau. Wormatia Worms gegen Valdalgisheim. Valdalgisheim. Die haben, glaube ich, schon mal den Pokal gewonnen als absoluter Außenseiter und waren damit qualifiziert für den DFB-Pokal, dort gegen Leverkusen verloren. Ja, genau, gegen Valdalgisheim hat es schon mal geschafft. Wow, und da hat der Trainer gesagt, diese Chance wird es nie wieder geben. Doch, weil Valdalgisheim hat wieder die Chance. So, letzte Saison war es ja morgen schon im Finale gestanden. Dort haben sie allerdings gegen den SV Morlautern verloren. Also, sie wollen natürlich diese Saison den DFB-Pokal gewinnen und nicht nochmal so eine Niederlage kassieren. Valdalgisheim hat es allerdings schon mal geschafft, diesen Pokal zu gewinnen. Also wird nicht leicht für Wormatia Worms. Wormatia Worms ist der klare Favorit, Regionalligist gegen Sechstligist. Oder sogar Siebtligist. Ja. Nee, Sechstligist. Müsste Sechstligist sein, ja. Ich denke, Worms wird das schon ziemlich ernst nehmen und Valdalgisheim ist versauern. 2-0 für Worms.
So, wer schaut noch zu? Wer schreibt jetzt in die Kommentare? Ach, egal, kommt. Ist doch egal, ich mache das nur zum Spaß. Und wer nicht zuschaut oder vorspult zu den Pokalspielen, die einen interessieren, dann ist es doch auch nicht schlimm. So, dann geht's weiter mit. Och, nur noch 4 Pokalspiele. Boah, das ist echt viel, ne? Ne, 5 noch. Oh mein Gott, Landespokal Hessen. Da spielt der TSV Steinbach gegen Hessen Kassel. Ja, Hessen Kassel immer noch im Abstiegskampf der Regionalliga. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht in die Oberliga absteigen. Aber da muss man auch sagen, sie haben 9 Punkte wegen Insolvenzabzug bekommen. Deswegen, sie wären dann schon gar nicht mehr im Abstiegskampf. Sie sind mit minus 9 Punkten in die Saison gestartet. Muss man halt aufpassen. Hat Kickers Offenbach letzte Saison auch schon bekommen. Das ist natürlich fies und gemein, aber so sind die Regeln beim DFB. Letztes Jahr hat Wien Wiesbaden den gewonnen. Dass dieser Favorit nicht dabei ist, wundert mich, aber okay. Haben sie es halt nicht geschafft? Gegen wen sind die bitte rausgeflogen? Ja, TSV Steinbach hat sich ja in der Regionalliga zu einer ganz großen Mannschaft entwickelt. Allerdings muss man auch sagen, dass Hessen Kassel ziemlich stark ist. Kassel, würde ich auch sagen, könnte es schaffen. Ja, aber Steinbach hat Wien Wiesbaden rausgehauen. Und Steinbach hat auch eine sehr gute Regionalliga-Saison abgeliefert. Und ich denke, dass Steinbach es auch packt. Steinbach wird dieses Spiel gewinnen. Mit 4 zu 2. Also nicht nach Elfmeterschießen, nein, 4 zu 2 nach 90 Minuten. Ja, meine Tipps sind schon ein bisschen verrückt, aber so ist es halt. So, und weiter geht's. Noch 4 Pokalspiele. Landespokal Baden. Oh ja, das ist mein Pokal. Weil der erste CFR Pforzheim, das ist mein Geburtsort, da bin ich geboren, Pforzheim, ist tatsächlich im DFB-Pokal, weil der KSC, ja, als Dritter der dritten Liga schon als DFB-Pokal qualifiziert ist, also quasi. Pforzheim hat es geschafft, steht im DFB-Pokal und möchte natürlich jetzt das krönen mit der Meisterschaft, also mit dem Pokalsieg im Landespokal. Pforzheim ist Fünftligist. Hoffentlich bleiben sie es auch. Ja. Der Klassenerhalt ist, glaube ich, noch nicht ganz durch. Nee, da ist er durch. Also sie müssen noch ein bisschen zittern. Ich hoffe, dass Pforzheim die Liga hält und nicht nächste, sondern der sechsten Liga startet. Der KSC hat schon gesagt, sie werden mit der B11 auflaufen, weil sie sich definitiv auf das Relegationsspiel gegen Aue konzentrieren. Ist auch richtig so. Da haben die Pforzheimer sich aber beschwert, die waren sauer darauf, weil das ist ihr Spiel, da wollten sie natürlich nicht gegen eine B11 spielen, aber naja, da haben sie halt eine Chance, den Pokal zu gewinnen. Ja, Pforzheim, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, Moment. Auch wenn der KSC der ganz klare Favorit ist, wie gesagt, mit der B11 sieht das schon ganz anders aus. Pforzheim hat den Pokal wirklich toll gespielt. Ich habe mir jedes Spiel angeschaut. Pforzheimer Zeitung hat das live übertragen. Ich habe mich so drüber gefreut, auch wenn ich Pforzheim selber die Innenstadt absolut nicht leiden kann. Gut, VfB St. Leon habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Haben sie 0-5 gewonnen. KSC 1-3 gegen Nöttingen. Aber man muss auch sagen, Pforzheim hatte Losglück. Hätten sie gegen Waldhof Mannheim gespielt, oh, das wäre schwierig geworden. Sie haben aber gegen Espanyol Karlsruhe gespielt, da 4-1 gewonnen. Habe ich mir angeschaut, das war mega. Und jetzt sind sie im Finale des Pokals, Landespokals Baden. Ich denke, dass Pforzheim dieses Spiel durchaus gewinnen kann. Und ich denke, dass sie es sogar gewinnen werden. 1-1 nach 90 Minuten, 2-1 für Pforzheim und dann war es das auch. Dann machen sie noch das 3-1, also 3-1 nach Verlängerung für den CFR Pforzheim und somit Pforzheim endlich wieder im DFB-Pokal dabei. Der erste CFR hat es ja nie geschafft, das war der erste FC Pforzheim damals. Mega. So. Und weiter geht's. Moment kurz, dauert ein bisschen. So, und dann hätten wir es auch bald geschafft. Oh mein Gott, echt.
ziemlich langes Video. Aber das hätte ich mir denken können nach so vielen, mit so vielen Pokalen. Dann kommen wir noch zu drei Pokalspielen. Landespokal Südbaden. Das Finale ist Finaltag der Amateure, ist mega. Mega geil. Kann ich nur allen empfehlen. Schaut es euch an. In der AD montags. Der FC08 Villingen gegen SV Linz. Ja, okay. Denke ich mir immer, was sind das für Namen von Verbandsliga? Okay, sechste Liga. Oh, da ist Rielasingen Aalen. Die haben letzte Saison den Landespokal Südbaden gewonnen. Damals gegen den VfR Hausen. Unfassbar. Haben es diese Saison leider nicht geschafft. Hätte ich ihnen von ganzem Herzen gegönnt, dass sie auch diese Saison den Pokal gewinnen. Der FC Rielasingen Aalen. Echt eine geile Mannschaft, geile Truppe und nicht gereicht. Der FC08 Villingen hat eine richtig geile Saison hinter sich. Kann diese krönen mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Haben ja gegen Oberrachern 2015-16 schon den Landespokal Südbaden gewonnen. Ich war schon in Villingen, Villingen-Schwenningen. Schöner Ort. Kann man nichts dagegen sagen. So, FC08 Villingen. Geile Saison gespielt in der Oberliga. Haben es vielen Mannschaften schwer gemacht. In der Oberliga Baden-Württemberg Platz 2 erreicht. Und das, glaube ich, sogar als Aufsteiger. Können sie direkt nochmal aufsteigen in die Regionalliga Südwest. Also mega. Zuletzt auch ganz gut gespielt. Sieg. Unentschieden Sieg. Letzte Niederlage schon etwas länger her. Ja. Der ganz klare Favorit ist der FC08 Villingen und ich denke, sie werden dieses Spiel auch mit 5 zu 2 gewinnen. Ja. Mehr kann man dazu auch nicht mehr sagen, ne? Dann geht's weiter mit dem Landespokal Württemberg. Wir haben nur noch zwei Pokale, geil. Boah, dieses Video hat doch ein bisschen lang gedauert. So, TSV Ilzhofen gegen den SSV Ulm. Von Ilzhofen habe ich noch nie was gehört, muss ich mich erstmal informieren. Moment. Ich glaube, ich ein Sechstligist, ja. Verbandsligist könnte auch Siebtligist sein, da bin ich mir nicht sicher. Oh, TSG Tübingen. Tübingen liegt ja in unserer Nähe irgendwo. Geil. Da spielen sie. Okay. Spielen gegen den SSV Ulm. Ulm hat eine gute Regionalliga-Saison hinter sich gehabt. Kann man nichts sagen. Haben auch eine gute Chance, gegen Ilzhofen zu gewinnen. Aber ich denke, dass es eine Überraschung geben wird und dass sich der Außenseiter mit 3 zu 1 durchsetzt. Ilzhofen gewinnt den Pokal. Sorry, Ulm, aber irgendwie glaube ich, Ilzhofen, die werden gegen Bayern oder so spielen. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Weiß auch nicht warum. Hört sich auf jeden Fall nach einem Dorfverein an. So, letzter Pokal jetzt. Landespokal Bayern noch und dann war's das. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Video zu machen, aber ganz schön lang geht's jetzt. Okay, Landespokal Bayern noch. Bayreuth gegen Schweinfurt, ja. Letzte Saison hat, glaube ich, Schweinfurt geschafft, den DFB-Pokal zu gewinnen, den Pokal zu gewinnen. Haben es gegen Wackerburghausen geschafft. Ja, Schweinfurt hat diese Saison eigentlich geplant, auf Profibedingungen umzustellen, haben sie auch gemacht, aber der Erfolg blieb aus. Man steigt nicht auf in die dritte Liga. Vielleicht auch wegen 1860 München. Das war ja schon mega, was die da abgeliefert haben. Aber Schweinfurt hat insgesamt auch nicht so eine gute Saison gespielt. Am Ende war es nur Platz 3, sogar hinter Bayern München 2. Sie waren natürlich ganz klar in der Tabelle vor Bayreuth. Und ich denke, dass Schweinfurt auch eine sehr gute Chance hat, diesen Pokal zu gewinnen. Ich denke, dass sie große Probleme haben werden, aber ich denke, dass sie schon gewinnen könnten. Und ich sage, es wird ein 0-0 nach 90 Minuten, 0-0 nach 120 Minuten, dann 6 zu 7 nach Elfmeterschießen für Schweinfurt. Schweinfurt gewinnt im Elfmeterschießen den DFB, den Landespokal Bayern. Und das waren meine Tipps zu den Landespokalen am Finaltag der Amateure. Schreibt eure Tipps mal gerne in die Kommentare, aber nicht von jeder Liga, sonst habt ihr ja ziemlich viel Arbeit vor euch. Aber gut, ich habe es jetzt auch getan. Könnt ihr ruhig auch machen. Und dann haben wir dieses Video endlich überstanden. 40 Minuten, wow. Unfassbar.
Und dann wollen wir mal sehen, wer dann in der ersten Runde des DFB-Pokals antreten darf. Darf da Ilzhofen ran? Darf da, naja, Pforzheim ist ja schon dabei. Wer darf ran gegen große Mannschaften wie Borussia Dortmund, wie Hamburger SV, wie Stuttgart, Schalke, Bayern? Wir werden's sehen. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.